So, wir verfolgen jetzt den letzten von den Totems. Verbesserung habe ich auch gemacht. Es ging jetzt alles ein bisschen schneller, weil ich halt vier Lenia-Hütten habe, ne? Hier sind zwei Stück drinne. Hier sind drei, also haben wir schon mal fünf. Dann neun. Und dann nochmal fünf dazu, also 14 Leute, die Lenia sammeln. Jo, jetzt habe ich 10 Schläger und 20 Totems. Und die beiden habe ich jetzt wieder in den Anfang geschickt, weil. Oh, hier habe ich auch noch Fisch. Ups, gar nicht gemerkt. Einfach aus dem Grund, ich habe irgendwie Angst um die. Ich mag das nicht, wenn dann irgendwie die vielleicht draufgehen könnten. Finde es immer so schade, wenn so Unschuldige drunter leiden müssen, ne? Jo, dann haben wir alle. Gehen wir mal voran. Mir als erstes. Ach, ich bin noch Level Up gekommen, fällt mir gerade ein. Und ich habe noch ein paar Zauber. Habe ich eigentlich schon? Nein. Glaub nicht. Genau, ich bin Level Up gekommen. Dann mache ich das nämlich vollständig. Brauche ich 28 und 27. So, das habe ich schon mal. Und hier oben brauche ich immer noch. Ach, Stufe 5 bin ich ja mittlerweile. Dann kann ich das so hoch machen und dann mache ich als nächstes Wendigkeit hoch. So, dann gucke ich mal 4 bis 10. 3 bis 6. Ach, das ist auch nur eine beliebige Magieart. Gucke ich mal. Das sieht doch. Da habe ich ja schon direkt was ganz schön Gutes. So. Jetzt gucke ich noch. In dem da. Da brauche ich Stufe 3. Da. Aura schwächt Feinde, wodurch sie weniger Kampfschaden verursachen. Fände ich sehr praktisch. Und ich kann schon zwei Runen tragen. Ich habe nur noch keine. Schnell! Und los! Jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir den angreifen, ob mein Zauber jetzt 20 Schaden macht. Nee, 14. Müssen wir gucken, wo wir hier wie Folgt lang mir. laufen. Schnell. Oh, hier sind so ein paar Kriecher, ne? Ein Gegenangriff. Meinen es ernst. Tod den Feinden. Clanbrüder zu mir. Vorwärts. Zum Hier in die Richtung. Für die Rune. Entdeckung. So. Und los! Rein theoretisch könnten wir kurz warten, bis da ein bisschen Magie wieder aufgeladen ist. Rein theoretisch. Rein praktisch. Greifen wir einfach an. Das ist ein Hinterhalt! Mir nach. Oh, den habe ich irgendwie ganz vergessen. Das ist ein Hinterhalt. So, den könnt ihr noch schnell angreifen, während ich diese Kiste plünder. Oh, das ist so eine Kiste. Anstelle von Schlüssellöchern sind in dieser Truhe drei seltsam geformte, faustgroße Mullen eingelassen. Interessant. Mir nach.
Hier ist jetzt auch sonst nichts weiter. Nichts, was ich jetzt irgendwie übersehen hätte zum Plündern oder so, ne? Nein. Sieht nicht danach aus. Rostende Waffen und Wasser in den Stiefeln. Wir werden angegriffen. Langsam auf das Gemüt. Du findest auch immer etwas sofort. Zu mir, Mann. Mir nach. Ist einfach so mega ungewohnt, dass die dann halt zwischendurch so reden. Standhalten, Männer! Ein Gegenangriff! Runenkrieger, zu mir! Ein Gegenangriff! Oh, ich habe einen schon verloren. Schnell! Ob ich das, zum Angriff! Ob ich das überstehen kann. Sofort. So, dann haben wir hier noch ein paar Kriecher. Kriecher, 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 Kriecher. Eine kleine Spinne. Standhalten, Männer! Kriecher. Schnell! Nicht zurückweichen! Wir werden angegriffen! Sie meinen es ernst? Oh, macht der Kriecher ein bisschen sowas? Standhalten, Männer! Ich hab's gebraucht! Ah, oh, warte, Clanbrüder, zu mir! Clanbrüder, zu mir! Was liegt an? Ein Gegenangriff! So, erledigt. Sie kümmert sich jetzt hier um. Für den Clan. Und die können schon mal... Lauft! Hier hinlaufen. Ich bringe das. Und laufe hier hin. Ich rieche Blut. Oh, ich habe das verkehrte Dings gemacht. Ups. Ich dachte mir so, der ist ja immer noch nicht da. Da läuft doch gar keiner mehr lang. Dann sehe ich diesen einen Punkt und denke mir, upsala. Passiert. Und los! Runenkrieger, zu mir! Vorsicht, Gegner! So, sonst ist hier nicht. Ach doch, hier. Oh, Wumpus. Einer mit Namen. Und eine Kiste dort oben. Warum machen manche Kriecher sowas? Wir werden angegriffen. Vorsicht, Gegner! Die meinen es ernst. Nicht zurückweichen. Deckung. Ich muss mal ein bisschen weggehen. Nicht zurückweichen. Für Einschläger habe ich hier. Ich brauche auf jeden Fall 4 Totems. Und 5. Die meinen es ernst. Schläger. Noch ein Totem. Ein Gegenangriff. Ja.
Wieso bin ich gestorben? Weil ich hatte ein Gift drauf, oder? Ups. Darauf habe ich überhaupt nicht geachtet. Oh ja, jetzt kommen sie alle wieder hierher, ne? Hm. Super. Aber wenigstens haben mein Leutchen das geschafft. Muss ich nur gucken, was mir jetzt wieder fehlt. 5 Dinger. Ich glaube, das waren ja nur noch 5 Totems. So. Dann zu den Waffen. Die hier. Jawohl. Wo sind die Gegner? Den Plündern. Siehst du. Krieg, bin schon auf halbem Weg. Achso, der ist auch vorwärts, schon. Vorwärts, vorwärts. Ja, erledigt. Bin schon auf halbem Weg. Naja, wir sind ja gleich beim Lager von ihm. Hm. Wo sind die Gegner? Wenn Setrius noch einige der Waldläufer um sich geschart hat, werden sie auf Orks nicht gut zu sprechen sein. Bin schon auf halbem Weg. Das stimmt. Sobald wir uns dem Lager nähern, solltest du deine Truppen zurücklassen. Sonst kommt es zum Kampf. Lauft! Okay. Machen wir so. Zunge des Wumpus. Hab ich schon. Ich brauche einen Moment, bis ich wieder da bin. Ja, da bin ich ja. Und los! So, finde noch meine 5 Totems. Schnell! Schnell! Mir nach! So, bis jetzt ist hier noch nichts. Da ist noch sowas. Hier ist nichts weiter. Ich rieche Blut. Oh, da sind ja ein paar mehr. Zur Ehre Aonirs! Noch am Überlegen, was ich da mit meiner Armee mache, ne? Ob ich die hier hinstelle, ob ich sofort das andere Tor stelle? Sofort! Zu den Waffen! Bin schon auf halbem Weg! Jawohl! So. Die bleiben mal dort. Zu den Waffen! Jawohl! Was liegt an? Bin schon auf halbem Weg. Vorwärts, vorwärts! So, dann gehen wir mal hier in das Lager rein. Janina, du lebst, welch ein Glück. Sei gegrüßt, Setrius. Ich sehe keine Freude in deinen Augen. Ich komme zurück aus dem Reich des Todes. Dunhans Zorn hat mich getötet, doch seine Begierde holte mich wieder zurück. Er liebt dich, so wie ich es tat. Pah, Liebe! Er hat ein Monstrum aus mir gemacht. Er hat mich aus dem ewigen Schlaf gezerrt. Aber etwas ist mit mir zurückgekehrt. Ein Monstrum, das nun in meiner Seele wohnt. Dann bist du nicht hier, um einen neuen Anfang zu machen. Ich bin hier, um es zu Ende zu bringen. Dann müssen wir dich zu Dunhan bringen. Es gäbe einen Weg, wenn die Runenkrieger, die euch begleiten, uns zur Hand gingen. Was ist das für ein Lärm? Die Kitar greifen euer Lager an. Das sind ihre Elite-Krieger. Die Skarks sind verloren. Und eure Leute ebenfalls. Wie es scheint, seid ihr nun auf euch allein gestellt, Runenkrieger. Ihr seht, dass wir eure Hilfe brauchen können. Ja, und wir die eure auch. Schlimm ist, ich hatte ja genau sowas im Kopf gehabt, aber ich dachte, das Lager würde hier verschont bleiben.
Nicht, dass sie alles kaputt machen. Feind in der Stadt. Deswegen hatte ich kurz überlegt gehabt, ob ich hier meine Leute bei dem Tor platziere, wo die dann rauskommen. Aber ich glaube, die hätten keine Chance gehabt. Jo. Gucken wir erstmal die Händler an. Warum sie langsam dabei geht, weiß ich nicht. So. Dann können wir das verkaufen, das verkaufen. Haben wir das schon mal? Dann haben wir das. Das lasse ich noch. Den Händler. Der sieht aus, als würde er Zauber verkaufen. Nein, der verkauft keine Zauber. Und was verkauft der? Okay. Alles nichts Brauchbares für mich. Ich kann nicht sagen, dass mich euer Besuch erfreut, aber nehmt meinen Dank entgegen, dass ihr Janina sicher hierher gebracht habt. Ihr sagtet, ihr braucht Hilfe? Ja. Janina muss Dunhan gegenübertreten, will sie je dem Fluch entkommen, der auf ihr liegt. Wir kamen eigentlich hierher, um Dunhan zu suchen. Der Widerstand braucht ihn. Mein Bruder ist dem Wahnsinn verfallen. Seine Kitar-Söldner plündern das Land und er sinnt nur darauf, mich zu töten. Um den Widerstand schert er sich nicht mehr. Aber es gibt einen Weg, euch und vielleicht auch Janina zu helfen. Doch dazu müssen wir zuerst die Kitar ausschalten, die ihn bewachen. Meine Walzläufer sind tapfer, aber gegen die Elite der Kitar sind sie machtlos. Wir müssen die Kitar schwächen. Ein Gift wird uns helfen. Diese Bestien sind hart im Nehmen, aber das Gift der Wildfeuerblume wird sie schwächen und verwirren. Ihr wollt eine Horde Kitar-Krieger vergiften? Wie soll das gehen? Da kommt ihr ins Spiel. Ich werde euch etwas Gift mitgeben und ihr verseucht damit ihre Wasserquelle. Das Tor zu ihrem Land ist verschlossen. Ein Bergpfad führt von hier über die Sturmfelsen. Über den gelangt ihr ungesehen bis zu ihrer Wasserstelle. Gebt das Gift dort in den Brunnen. Wo finden wir diesen Bergpfad? Er beginnt östlich von hier, in den Bergen. Folgt ihm über die Sturmfelsen. Dann könnt ihr die Wasserstelle nicht verfehlen. Hier habt ihr etwas Wildfeuergift. Gebt es in ihren Brunnen. Alles klar. Wo beginnt dieser Pfad? Ach, kommen noch mehr von denen. Richtig übel sind die. Aber die bleiben jetzt dort schön stehen, weißt du, und meine drei Hütten hier sind sicher. Genauso wie die Hütte und meine Lenias Hütten. So. Dann sind wir jetzt wieder allein auf uns gestellt. Das ist ein Hinterhalt. Naja, mit den beiden halt zusammen, ne? Ist nochmal ein Unterschied. Ob ich ganz allein bin oder nicht. Aber es wäre schön, wenn ihr auch angreifen würdet. Bitte. Ach, ja. Diese paar Millimeter, die haben halt die Sicht blockiert, ne? Ich bin immer fasziniert davon, wenn man so ins Tal gucken kann. Magier Zolovin ist gefesselt. Keine Ahnung, wer das ist, aber mir reicht schon diese ganzen Feuerwerfer. Und wenn ich dann erstmal Level up bin, dann mache ich auf jeden Fall meine Kampfkunst, also diese schwere... Wie nennt sich das nochmal? Ich bin schwere Kriegskunst. Oh Gott. Es ist schlimm geworden. Es ist schlimm. Ganz, ganz, ganz schlimm.
Hier haben wir ein Häuschen und hier haben wir einen Felsen. Ein Seelenfelsen. Da haben wir auf jeden Fall das Lager. Jetzt müssen wir mal gucken, wo uns der Weg jetzt hier weiterführt. Wäre schöner, wenn uns schneller die Sachen aufgedeckt werden würden. Aber weil ich so neugierig bin. Dann führt mich der Weg. Zu Spinnen, denke ich mal, wenn ich das hier so sehe. Ja. Das ist ein Hinterhalt. Ich hoffe, ich kann hier auch was plündern. Bis jetzt sind hier nur Spinnen. Na gut, sind Erfahrungspunkte. Ich will mich nicht beschweren, ne? Bin ich bald Level 6. Runenkrieger, zu mir! Standhalten, Männer! Vorsicht, Gegner! Dann greifen wir da weiter an. Achso, das ist einfach nur so wegmäßig. Nichts zum Plündern. Vorsicht, Gegner! Bin ich ja traurig. Die da einfach alle stehen. Kitar-Leutnant. Die Kitar sind Stufe 1. Wow. Hey, die leben sogar noch, weil die hier am Portal stehen. Oh, die Spinne ist hartnäckig. Vorsicht, Gegner! Das ist ein Hinterhalt. Man merkt halt schnell, wenn es nicht diese kleinen Felsenspinnen sind, sondern schon ein bisschen größere, ne? Da ist was zum Plündern. Nicht mehr lang und ich komme Level up. Vielleicht mit den zwei Spinnen schon? Glaube ich nicht, aber Hoffnung stirbt zuletzt. Ich finde es immer schade, dass man auch nicht sehen kann, wie viel einen an Erfahrungspunkten noch bleiben. Bis zum nächsten Level. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Oh, Tatsache, hat ja wirklich gereicht. Hab ich nicht mit gerechnet. Bin ich ganz ehrlich. So, dafür brauche ich jetzt Stufe 7 wieder. Und ich könnte jetzt 5 bis 12 entweder machen oder 8 bis 11. Geschwindigkeit ist hier auch ein bisschen mehr und der Radius ist kleiner. Rüstungsklasse 8. Sonst kann ich jetzt aber nichts ändern. Natur ist hier. Gut. Ach, das ist dieses Gift. Ich dachte gerade, was ist denn das? So, habe ich wenigstens neue Waffe. Ah. Gibt es einen Riesen? Ja, ich erinnere mich. Soll ich den angreifen und gucken, was passiert? Ob ich den schaffe? Könnte ich eigentlich mal versuchen, oder? Ich versuch's einfach mal. Vorsicht! Da, ein Riese. Vielleicht sollten wir dem besser ausweichen. Nein!
Wir werden ihn angreifen. Vorsicht, Gegner! Geht doch. Voll klar. Hallo, kurz. Lena muss gerade ein bisschen was einstecken. Vorsicht, Gegner! Standhalten, Männer! Hat funktioniert? Okay, hier ist nichts weiter. Ich habe ganz vergessen, irgendwie runterzugehen. Kann ich hier überhaupt runtergehen? Ich guck grad mal. Hier ist auf jeden Fall noch weitere Sachen. Das. Ich glaube, hier ist ein Bergkamm. Nein. Dunkelheit. Okay. Hier ist die Kiste. Eine Kiste. Und da ist das andere. Welle. Und da geht's zum Lager. Und hier geht's dann hier raus. Glaube ich. Nein, doch nicht. Raus geht es irgendwie hier rüber. Ja, mit dem Riesen hat doch besser geklappt als gedacht. Viele Erfahrungspunkte habe ich durch den nicht gekriegt. Und Lena hat sich auch schon ziemlich schnell wieder geheilt. So, dies ist die einzige klare Quelle in dieser Gegend. Das Gift vermischt sich spurlos mit dem Wasser. Da! Das Gift zeigt Wirkung! Was? Töten! Es beginnt! Schnell! Öffnet Cetrius und seinen Leuten das Tor! Nein! Warum? Generalstufe 12. Übertreibt es bitte. Denn auch hier, wie sie da stehen, weißt du, während diese ganzen anderen Leute dort sind. Oh, ich laufe ja gar nicht weiter. Habe ich ja nicht mitgekriegt. Achso, da oben kann ich nicht lang. Da unten meine ich. Führt mich nirgendwo hin. Ich könnte rein theoretisch dort lang gehen. Gucken wir mal. Sieht jedenfalls aus, als könnte ich da lang gehen. Sagen wir es mal so. Aber hier ist das Tor zu. Magier. Gitar. Ich glaube, so viele sind da jetzt nicht drauf gegangen. Voll effektiv, sage ich euch. Sehr, sehr effektiv. Geht mir ein bisschen zu nah dran. Diese Flammendinger. Es sind einige Magier irgendwie gefangen, muss ich sagen. Schon auffällig. Runenkrieger, zu mir! So. Dann waren wir da mal. Ja, also viele sind dabei nicht draufgegangen. Allein schon, weil sie diese ganzen Feuerwerfer haben. Die Linien müssen halten!
Wir werden angegriffen. Das haben wir auch. Machen wir den als nächstes weg. Ach, da kann man ja auch noch irgendwie langlaufen. Oh je, oh je. Die Linien müssen halten! Vorsicht, Gegner! Wir werden angegriffen! Naja, zu dem müssen wir eh gleich wieder gehen, also von daher. Decken wir das Stück hier mal noch auf. Gucken, ob wir hier irgendwie noch langlaufen können. Irgendwie kann ich hier hin? Scheint so, ne? Aber gibt es da überhaupt was? Das ist ja auch nochmal so die Frage. Bis jetzt sieht es nicht danach aus, als gäbe es dort irgendwas. Und da oben kann ich auf jeden Fall nicht drauf. Also da oben komme ich nur über die eine Richtung. Und zwar von hier aus. Nope, hier ist nix. Okay. Dann geht mal dort wieder hin. Und dann können wir die Krieger reinholen. Und dann können wir weitermachen. Ja, jetzt werden wir angegriffen von den Flammenwerfern. Vorhin war das noch nicht der Fall. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Wir werden angegriffen. Oh Gott, was macht ihr Volldeppen? Ach, und der Darwin Award geht an Grimm und Lena. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Schlimm. Schnell. Folgt mir. Folgt mir. Ein Glück, dass die nicht sterben können. Wo ist ein Grimm hin? Ernsthaft, wo ist er hin? Grimm? Ach da! Oh Gott! Ich habe kurz Panik geschoben. Bin ich ganz ehrlich. Wow. Warum die mitteilen? Warum? Schnell! Schnell! Das wird ziemlich in die Hose gehen, glaube ich. Die Linien müssen halten! Weil bis ich... Nein!
Bleibt weg, ihr Vollidioten. Das ist ein Hinterhalt. Jetzt könnt ihr mit angreifen. Ah, ich geh drauf, bevor ich überhaupt was machen kann. Das wird so in die Hose gehen. Ich liebe es. Ich liebe diese Kack-Map. Oh, wow. Die haben ja schon mehr geschafft, als ich erwartet habe. Würdet ihr dann bitte das hier kaputt machen? Danke. Würdet ihr das kaputt machen? Nochmal danke. Und ihr macht dann... Oh Gott. Oh Gott. Vielleicht haut ihr einfach mal alle ab. Vorsicht, Gegner! Es sind 5 Leute dadurch verloren. Sofort. Schnell weg. Schnell weg. Schnell standhalten, Männer. Und los. Puh. Mir nach. Und los. Oh je. Ja, macht halt da irgendwas. Idioten. Ich bin da schneller kaputt, als ich erwartet habe, muss ich sagen. Ah, trotzdem ist mein Leben etwas mangelhaft. Diese Karte einfach so anstrengend. Mir nach. Und los. So, jetzt haben wir das schon mal. Vorwärts. Vorwärts. Kann ich das schon mal angreifen? Zur Ehre, wenn da welche noch das mit angreifen würden, ohne dass die getriggert werden. Zur Ehre Aoniers! Mir nach! So. Schnell! Mir nach! Jetzt habe ich schon mal 2 Vorwärts. Lager fertig. Jetzt habe ich noch 3 Feuerwerfer vor mir. Sofort! Ach Gott. Anstrengend, anstrengend. Muss ich die irgendwie rauslocken? Vor allem der ist halt auch so penetrant gefährlich, ne? Die Linien müssen halten! Komm. Ach, ihr Vollidioten. Oh, 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 und los. Oh, 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 geht weg. Mir nach. Hilfe.
Hilfe! Folgt mir! Folgt mir! Mir nach! Folgt mir! Ich muss das so Stück für Stück machen, weil dieser Typ einfach so mega gefährlich ist. Wir werden angegriffen. So. Ja, super. Klasse. Schwein gehabt. Jo. Dann greift mal da an. Ihr könnt ja mal da angreifen, vielleicht. So, nur noch das eine Lager und dann ist gut. Nur noch diese beiden Hütten. Da muss ich mich jetzt mal erholen von den ganzen. Intelligenz, Weisheit, Stärke. Ja, muss ich mal in Ruhe gucken. Und los! Folgt mir. So, mit denen kann ich noch nichts machen. Wo ist denn die andere? Ach, da. Sofort. Und los. Jetzt können wir mal hier unten lang laufen. Vorwärts. Mal gerne gucken, was hier so ist. Im Endeffekt müssen wir nämlich irgendwie hier in die Richtung. Genau, da ist nämlich Dunhan. Mir nach. Und wir brauchen auf jeden Fall etwas mehr Leben. Folgt mir. Das wäre auch schon schön. Vorwärts. Vorwärts. Aber ich glaube, hier ist auch gar nichts weiter großartig, oder? Scheint mir jedenfalls so. Da war ja auch nichts weiter. Nur diese drei Hütten, die später eine Bedeutung haben werden. Und los! So, dann gehen wir da hin. Schnell! So, denen geht's gut. Mir geht's auch soweit gut. Das ist wichtig. Folgt mir! Für den Fall der Fälle, dass, der Typ auf einmal folgt mir. Ein bisschen böse wird, ne? Weil wir wissen ja, er ist im Wahnsinn verfallen. Und dann kann ich den Seelenfelsen noch aktivieren. Frag mich ja, ob ich die alle kaputt machen kann mit den Speeren. Ich glaube ja nicht. Aber die Frage ist auch, will ich hier noch irgendwas, ne? Na gut, diese drei Magier, die müssen ja auch noch irgendeine Bedeutung haben. Höchstwahrscheinlich für eine Nebenquest. So. Und nun? Ich
kann ihn nicht ansprechen. Quest? Ja. Muss ich von hier aus kommen? Ach, jetzt. Kommt her, tragen wir es aus. Du hast genug Unheil angerichtet, Bruder. Du? Du Bastard, wagst dich hierher? Sehnsucht nach dem Tod, Bruderherz? Sehnsucht nach Friede, Dunhan. Janina, du schmähst mich und ziehst mit diesem Bastard? Ist das der Dank dafür, dass ich dich aus dem Totenreich gerettet habe? Gerettet? Das ist kein Leben, was ich führe, Dunhan. Und du bist nur noch ein erbärmlicher Schatten deiner selbst. Erbärmlich? Ich werde dir zeigen, wie erbärmlich ich bin, verräterisches Weib! Der Geist! Er ist frei! Es ist vorbei. Sie hat ihren Frieden. Aber seine Rune wird ihn wieder erwecken. Wir sollten fliehen. Dunhan ist wahnsinnig. Nimm seine Rune. Das ist der einzige Weg. Ja, mache ich auch. Stufe 9. Der hat eine höhere Stufe als ich. Wir haben getan, was wir konnten. Lass uns nach Miratur zurückkehren. Benutze den Seelenfelsen. Ich wüsste trotzdem gerne, ob ich mit denen noch die anderen erledigen könnte. Oder zusammen mit denen. So. Dann kleiden wir den mal ein. Was war das nochmal? Segnung. Segnung? Segnung. Jo, gucken wir mal. Was hat er denn überhaupt? Schwere Kriegskunst, große Klingenwaffen und Leben. Hm. Also 5 bis 12? Mana-Raub. Schon mal 5 bis 12. 12. Ziehen wir mal gerade an. 20. Also was Rüstungsklasse angeht, ist das besser. Ausdauer, Weisheit, Charisma ist auch nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass er Leben hat, ne? Rüstungsklasse 14, Weisheit und Charisma ist gut. Da würde ich ihm das eher anziehen. Und dann haben wir Mana plus 10. Und Schwarzmagie. Das nicht. So, und die beiden Ringer. Genau. Sieht komisch aus, vor allem mit diesem Metallhelm, aber was soll's. Trotzdem wüsste ich gerne, ob ich mir den die kaputt machen kann. Ach, Sotarius geht zurück. Naja. Portal zu den Sturmfelsen. Wenn Dunhan nach Norden gegangen ist, wird Reovis nach Süden gegangen sein. Die Echosümpfe wären ein gutes Versteck. Das Portal liegt im Südosten. Wir müssen um die Stadt herum. Ja, und das werden wir machen, aber erst ab der nächsten Aufnahmesession. Ich mache hier den Schnitt und wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, dann tschüss, eure Tell.